Die haben die komplette Kontrolle über dein Fahrzeug. Also, der hat die Kontrolle über die Elektronik, aber der hat nicht die Kontrolle über die Mechanik. Wenn das Lenkradschloss ein mechanisches ist, dann kann das... Ja, dann hast du aber auch nicht die Elektronik im Auto, dass es überhaupt funktioniert. Wenn du Weil noch die nicht... neuen Autos haben ja auch keine Schlüssellöcher mehr, sondern die werden ja auch überhaupt... Ja, wenn es ganz moderne Fahrzeuge sind, dann stimmt das sicherlich, ja. Also so einen alten, was weiß ich, VW, Käfer, kannst du bestimmt nicht hacken, so einfach. Ja, genau, so. Dann holen wir uns alle Oldies. Genau, ich fahre jetzt einen Golf. Sowieso cool, ne? Ja, ein Golf. Aber was haltet ihr? Die Frage ist, warum soll ein Hacker sich jetzt bei dir ausgerechnet in dein Auto hacken? Um es zu klauen? Ja, ganz blöd gesagt, um es zu klauen. Dann kann dir genauso irgendein Typ mit einer, die man da in den Fenster steckt, noch besser, Auto klauen. Terrorismus. Ganz einfach. Ganz Deutschland die Autos lahm. Nein, die hacken dein Auto und lassen dich mit deinem Auto in irgendeine Menschenmasse reinrasen. Hättest du darauf Lust? Nee, bestimmt nicht. Du kannst ja nichts machen, du kannst ja nicht mal aussteigen. Weißt du, was es Google und Konsorten geht? Denn Google und Konsorten geht es darum, ihre Daten maximal zu sichern. Die interessiert es doch nicht, ob ein Auto gehackt wird. Nee, aber wenn man vor allen Dingen das einheitliche Sicherheitssystem, wenn es einheitlich ist und einer knackt es, dann ist scheiße. Und das kommt noch dazu. Ja. Ja. Na? Topper, was hast du dazu? Topper sagt schon gar nichts mehr, der hustet nur noch. Ja, ich muss mich immer muten fürs Husten. Weil ich habe euch ja vorher schon hier die Klingel auf die Ohren gesetzt. Weiß vergessen. Ja, die Technik hat immer so seine Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. Mhm. Aber was jetzt das Hacken von Autos angeht, wenn ein Hacker ein Auto klauen möchte, dann kann er das ja heutzutage auch schon. Genau. Und wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, BMWs oder was auch immer anschaue, die fahren alle nur noch mit Start-Stopp-Automatik, mit Startknopf, Startschlüssel. Selbst mein Auto, und das ist kein Upper-Class-Auto, merkt quasi, wenn ich mit dem Schlüssel in die Nähe komme, entriegelt sich selbst und merkt auch, dass ich wieder weggehe und verriegelt sich selbst. Die Technik macht alles einfacher. Nur das Problem ist natürlich, je mehr Technik zum Beispiel in ein Auto drin hängt, desto anfälliger wird es auch. Und mein Hacker, jeder kann, oder jeder Hacker, der das wirklich passioniert macht, sage ich mal, also sich auch ein bisschen auskennt, kann im Endeffekt jedes elektronische Gerät, was es auf dem Markt heutzutage gibt, für sich beanspruchen, in irgendeiner Form. Und es ist halt immer schwierig, dann zu sagen, die Technik aufhalten oder weiterentwickeln lassen. Also die Technik wird sich weiterentwickeln, das ist dann die Frage. Wie wird sich so oder so weiterentwickeln? Es muss halt auch, ich finde halt nur, umso weiter die Technik geht, es muss halt auch der Schutz, ne, man muss halt auch immer dran denken, ist ja wie bei uns zu Hause, ne? Umso besser unsere Rechner sind, umso mehr wir machen, umso mehr müssen wir sie schützen. Ja. Ist halt ein sehr zweischneidiges Schwert, ne? Denn wenn man sich überlegt, was Google. Ich kann ja schon ein Beispiel erzählen. Ich habe beruflich auf Facebook was ausprobiert. Ne? Mhm. Das heißt, ich war nicht an meinem Rechner daheim, ne? Sondern ich habe das anderweitig ausprobiert und habe bei Facebook ein Profil angelegt mit einem Fantasienamen, mit Fantasieangaben und hin und her und tralala und hast jetzt gesehen. So. Und was bekam ich als allererstes als Freundschaftsempfehlung? Mhm. Das Profil von meinem Bruder. So. Also, und das sind halt... Hast du dich jemals von diesem Rechner aus im Facebook mit deinem normalen Account eingeloggt? Nee. Nein, dann hat er vielleicht gemerkt, dass dein... Ich habe gar keinen persönlichen Facebook-Account. Ach so, hätte er mir nicht geschrieben? Nee, ich habe überhaupt gar keinen... Vielleicht war es auch einfach nur ein Zufall, weil du halt... weil er in deiner Nähe ist. Ist aber schon ein ganz großer Zufall, ne? Das ist schon ein extremer Zufall. Ich wohne jetzt auch nicht in einer Stadt, die irgendwie nur 5000 Einwohner hat. Oder Dorf. So, ist ja egal. Auf jeden Fall, ich denke halt, das mit diesem, wir müssen uns schützen, ist ein ganz schön zweischneidiges Schwert. Ja, denn, machen wir uns nichts vor, Datenschutz ist sowieso ein Witz. Ne? Ja. Wir sind alle längst sowas von Gläsern. Ne? Da sind wir aber auch selber dran schuld. Datenschutz ist sowieso nur noch eine politische Farce. Ja. Oder Phrase. Und ist halt die Frage, wie hoch der Preis ist. Ne?
ja, für diesen Schutz. Ganz blöd gesagt, war ja die Frage eben auch im Raum, sollen wir mit der Technik weiter, ja oder nein? Klar. Uns vor Sachen zu schützen, müssen wir was Besseres hinstellen. Das und dann Problem hat man ist, was Besseres, was wieder angreifbarer ist. Das ist ja, das ja also es schaukelt sich einfach hoch. Es ist also halt einfach bei so. Bei uns im Ort hat eine Familie ihr Haus gesichert mit, du kommst da nicht mehr mit Schlüssel rein, du musst deinen Fingerabdruck da. Ne? Und wenn da einer meint, er müsste da jetzt sich da einen Spaß erlauben, dann kommen die eben mitten im Winter nicht mehr ins Haus rein. Das ist ja eben das, was ich vorher gerade gemeint habe. Also du kannst das zwar sicherer machen, nur sicherer machen aufgrund von neuer Technologie heißt nicht automatisch, dass... Ja. Uneingreifbar. Oder wenn du jetzt hingehst und deine Rollläden und deinen Kühlschrank und deinen Herd und so noch, dann hast du da mitten in der Nacht mal Disco daheim. Hm. Rollladen hoch, runter und kommst dir vor wie bei Poltergeist. Dabei macht sich da nur so irgendein Hacker so einen Spaß draus. Ja, deswegen das geht ja an deinem Computer auch mit den Klappen. Ja. Also man muss sich ja auch immer überlegen, ein Hacker von dem Kaliber, was hat der davon, jetzt bei dir irgendwie den Herd zu manipulieren? Das ist ja... Eigentlich Hacker nichts, von aber rein Kaliber. Theoretisch wird es vielleicht früher oder später, wenn es zum Beispiel theoretisch kann uns am Morgen ein Komet auf den Kopf fallen. Ne? Ja, genau. Natürlich, ja klar. Aber im Endeffekt, das ist ja was Kleines, ja, nicht mein Apokalypse. Das ist ja ein Komet, Meteorit ist es ja eigentlich, aber egal. Ne? Ich will kein Meteorit, nicht mehr den Zombies. Da sind wir wieder beim Zombies. Und ich will ein Schwert, weil das ne, weil ist sauber. Weil Katana. Ja, weil Katana ist sauber, weil alles andere spritzt ja. Ja, Katana geht schön leicht durch. Und vor allem würdet ihr euch wahrscheinlich alles über was abschneiden. Aber wo wir jetzt gerade beim Internet sind, es gibt schon wieder eine neue Hackermasche bei Facebook. Bevor ich dazu jetzt was erzähle, wollte ich gerade noch hinzufügen, mein Account war vor kurzem gesperrt, weil jemand aus Taiwan versucht hat, meinen Account zu hacken. Ich habe nämlich eine Anfrage gekriegt mit einem Bild von Facebook. Waren Sie neulich in Taiwan? Ich guck da drauf. Nö. Nicht mal eben so zu Besuch. Ja, hat jemand versucht, meinen Account zu hacken. Aus Taiwan. Das ist lustig. Und es gibt halt jetzt eine neue Masche. Es gibt, früher haben die ja immer so bestimmte Sachen gemacht, dass du irgendwie E-Mails gekriegt hast mit Links, ne? Jetzt gibt es stinknormale Anzeigen bei Facebook, die aussehen wie jede andere, die dich auf eine Seite leiten, die halt diese Infos enthält. Und wenn du versuchst, zurück auf deinen Account zu kommen, bist du ausgeloggt und dein Account ist gehackt. Also man soll, der Witz an der Sache finde ich ja, wenn die dieses Ding haben bei dir, ist es so, dass sie in deinem Namen an deine Freunde wohl diese gleiche Anzeige schicken. Ja, und es steht halt unter dieser Anzeige auch drunter, bitte klicken Sie nur noch auf die Sachen von bekannten Nutzern. Super, wenn dann jetzt jemand infiziert ist und der schickt den Freund, ey, guck dir das mal an, ne? Manchmal erkennst du das ja nicht. Manchmal siehst du es am Schreiben ja, dass es nicht sind. Ne, aber manchmal erkennst du das ja wirklich nicht, obwohl ich eigentlich grundsätzlich auf diese Links eigentlich nicht klicke. Was sagt er dazu? Das ist ja wieder eine total Masche. Dass sie halt so zugreifen. Aber da kannst du echt Pech mit haben, ne? Was ich. Das ist ja wie die, wo sie die Accounts praktisch kopiert haben. Mhm. Und da haben sie nur den Namen, so ein, zwei Buchstaben war ein bisschen anders. Mhm. Da sind auch so viele drauf reingeflogen. Ich meine, wenn mir eine Tana nochmal eine Freundschaftsanfrage schicken würde mit dem anderen Account, würde ich erstmal per WhatsApp nachfragen, ey, du sag mal, wieso hast du deinen anderen Account gelöscht? Ja? Bevor ich da einfach irgendwelche Freundschaftsanfragen annehme. Ja, das ist halt, weil die Leute einfach nicht mehr gucken. Die fühlen sich sicher und sagen, oh, pff. Sind ja nur meine Freunde und mir kann ja nichts passieren. Du, ich erzähle meinem Vater seit Monaten, dass er Trojaner auf seinem PC haben muss, weil er mir dauernd, weil die Hälfte seiner Mitteilungen im Spam-Ordner landen mit irgendwelcher Werbung und er findet dieses Vieh nicht. Dann soll er wirklich platt machen, oder? Will halt. Er nicht. Er sagt, er hat nichts drauf. Er hört, fuck, du weißt doch, Kind, erzählt Papa, Papa, du hast was auf deinem Rechner, du schickst mir irgendwelche scheiß Werbung auf Englisch. Ja. Geht, ich hab nix. Ich hab schon dreimal geguckt. Papa, du hast immer noch Kind, du hast nix. Ich soll Papa dann. Na? Ich habe meine Schwester dann angeschrieben, wenn Vater dir auf Englisch was schickt, bloß nicht draufklicken.
Ja, so ist das mit den Eltern, die hören nicht immer, wenn die Kinder was sagen, auch wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind und mehr Ahnung haben. Jo. Aber kann ja nicht sein, ist ja das Kind. Kann dir nur das heim, was du auf sie nicht, oder, ja genau, was du auf sie nicht gehört hast in deiner Kindheit. Ich höre heute noch nicht auf meine Eltern. Auf meine Mutter schon, auf meinen Vater nicht. Aber wer anderthalb Stunden brauchen wir beim einen Reifenwechsel zu erklären als Kind, den ich selber in 20 Minuten oder weniger mache, oder der mein Rennrad die Bremse machen wollte, weil manchmal lässt man seine Eltern die Sachen ja machen, damit sie zufrieden sind, auch wenn man es selber könnte. Kennt er ja, ne? Weil sie einem ja was zeigen wollen. Das kennen wir alle. Ne? Von wegen, ja, mach du mal, ich guck mal das. Ich hab mich da mit einem Kaffee dahingesetzt und hab dann zugeguckt. Ne? Wie er dann erzählt hat. Und Handys gab's ja zu der Zeit noch nicht. Oder? Nee, ich hab da noch keins. Und dann hab ich einfach da gesessen und. Und so ist das heute halt auch, wenn ich ihm was sage. Aber was sagst du zu der neuen Masche? Ich meine, das ist brandgefährlich, würde ich sagen. Weil wenn das wirklich so Anzeigen sind, weil manchmal hast du ja wirklich, keine Ahnung, von irgendwelchen Bands Anzeigen, von wegen neues Album oder so, so können die Dinger aussehen wohl. Da klickt man ja schon manchmal drauf. Ich klicke sowieso generell nichts bei Facebook an. Ich bin, nee, ganz ehrlich, bin fast gar nicht mehr anwesend auf Facebook. Vielleicht einmal die Woche, wenn überhaupt. Aber das ist, ich denke mal, für die breite Masse ist das echt gefährlich, oder? Was sagt ihr? Die Unwissenden, ja. Ja, ja, weil viele gucken ja gar nicht. Die sehen nur, oh, cool, klick. Ja, ja. Vorbei. Na? Nein, das ist halt auch so eine Sache, dadurch, dass die Serverkonstruktionen ja auch alle immer technologisierter werden, hast du mittlerweile eigentlich gar kein Problem, hier in Deutschland zu sitzen und dir aber eine Server-IP geben zu lassen aus Taiwan. Das heißt, du kannst das von hier aus machen und wie jetzt in deinem Fall zum Beispiel, denkt aber der Geschädigte oder derjenige, der da eventuell dem Scheiß auf den Leim geht, das ist irgendeiner aus Taiwan, an den komme ich eh nicht ran. Also das ist immer eine Schwierigkeit, ist schon klar. Ja, bei mir war es ja wirklich, dass Facebook selber reagiert hat und meinen Account gesperrt hat und nachdem ich dann bestätigt habe, dass ich, also von denen selber, das war ja von denen selber richtig der Brief, da stand auch drin, wir haben dich gesperrt, weil, ne? Das war jetzt keine Fake-Meldung und es ging auch nichts auf, sondern, und das hat auch gedauert, bis ich wieder frei war, ne? Ich musste dann auch erstmal, was du damals für die Registry und so gekriegt hast, ne? Bestätigung und so. Ich habe das alles auf die richtige Adresse und auch richtig mit, kann das ja immer vergleichen. Ist ja wie bei Blizzard. Bei mir kommen ja die richtigen Mails in die normale Postfach und das, was fake ist, landet ja im Spam. Ich habe da noch nie einen Spam bei gekriegt. Ich habe auch schon. Oh doch. Ich habe auch schon, also mein Filter ist da echt gut. Der filtert alles raus. Wenn, dann kriege ich es eh nicht mit. Also daher, dann ist meiner gut. Oder ich habe wirklich noch nie eine bekommen. Also ich muss manchmal gucken, weil manchmal meine Kommilitonen aus meiner Fachwälterbildung landen nämlich auch im Spam-Ordner, weil der die manchmal schreibt einer, den ich noch nicht auf der Freundesliste habe und dann landen die da auch drin. Ach so. Naja, aber wir schweifen gerade wieder ein bisschen ab. Genau. Wo wir aber noch beim Datenschutz sind. Ich würde mal sagen, Facebook, das können wir mal beobachten. Mal gucken, wie lange es dauert, bis die ersten größeren darauf eingefallen sind. Es gibt, es war ja dieses Ashley Madison. Habt ihr das mitgekriegt? Dieser große... ich lache einfach mal ganz dreckig. Ich weiß nicht, ob Latan und Topper das mitgekriegt haben. Ja, erzähl mal. Das ist ja eine fremde Seite für Verheiratete. Ach doch, ja, habe ich mitbekommen, ja. Und da ist ja im Moment, die Hacker stehen ja auch stark in der Kritik, weil eigentlich stehen ja Hacker, oft ist es ja auch so, dass gerade der Datenschutz ist ja ein großes Thema. Im anderen Zug veröffentlichen sie ja dann aber auch Millionen von Daten, nur um zu zeigen, dass das nicht in Ordnung ist, in der Ehe oder in der Beziehung fremdzugehen. Und es sollen sich jetzt sogar schon welche umgebracht haben. Ich meine, zwei Stück. Zwei? Zwei. Ganz also ich habe zwei vorhin noch gelesen. Ich habe vorhin extra mal reingeschaut. Sollen wohl zwei sein, die sich schon umgebracht haben. Aber ganz ehrlich, sollte sich vielleicht der ein oder andere mal... mal überlegen, ob denn vielleicht man aufhört, sich vorzumachen, dass der Mensch so monogam ist. Ja. Ist er halt einfach, ne? Ich finde, es ist zweischneidig, das Ganze. Einmal von deinem Aspekt her aus gesehen, klar, es ist scheiße,
sowas zu machen. Andererseits ist das Hacken selber, dieses Veröffentlichen, das finde ich eine extrem schlimme Sache dabei wieder. Ja, weil der Datenschutz, es wird ja wieder... Ja klar, das, ne? Da geht es ja wieder um Datenschutz. Es ist halt der Pranger im Internet, ne? Das ist der Pranger im Internet, ja. Genau. Das wollten sie erreichen damit. Machen im Moment... Ja, aber was wollen sie anprangern, dass jemand vielleicht nach 20 Jahren Bock hat auf prickelnden Sex? Einfach mal auf fremde Haut? Mein Gott, echt. Ja, besonders, du weißt ja auch noch nicht mal, ob vielleicht sogar ein Teil davon insgeheim sogar Absprachen haben. Es gibt ja Paare, die irgendwann sagen, du, oder wo die sich dann wirklich absprechen. Und ja dann gut, ganz ehrlich, denen ist es dann egal. Ja, gut, nee, aber du willst ja trotzdem vielleicht nicht öffentlich unbedingt als offene Ehe dastehen. Nee. Weil, wegen den Nachbarn, weil du Kinder hast, wegen hin und her. Ich meine, bei uns geht es auch kein was an, wie und was und mit wem wir es wie oft treiben. Ne? Genau, das geht ja keinem was so an. Ne? Man und kann ja privat was absprechen, ne? Aber das muss ja nicht die ganze Welt wissen. Im Prinzip weiß es ja die ganze Welt jetzt. Ja, und bevor unsere Kleine da war, war bei dem Thema, naja, waren wir da vielleicht auch ein bisschen entspannter. Ne? Mittlerweile sind wir da auch ein bisschen verschlossener. Ich sag mal, ich kenne so einen Fall selber auch aus Bekanntenkreisen, wo beide gesagt haben, jo, darfst fremdgehen und jo. Viel Spaß. Das ist ja dann ja kein Fremdgehen mehr, wenn sie... Die haben sich das so abgesprochen, mittlerweile sind sie geschieden. Da war es ab dem Zeitpunkt sowieso klar. Ich glaube, das haben die auch nur wegen ihren Kindern gemacht. Ja, manche wollen halt die heile Welt noch zusammenhalten. Ich kenne auch Paare, die wirklich nur... Ja, und ich kenne Paare, die leben zu, oder das sind ja dann Trios, die leben zu dritt und es funktioniert. Und es gibt Leute, die haben offene Ehen und es funktioniert seit 20 Jahren. Ja. Für manche ist das einfach nicht, so. Dieses alleine für zwei. Das funktioniert bei manchen Leuten einfach nicht. Und wenn sie glücklich sind mit dem, wie sie leben, dann lass sie. Dann ja, pass auf, wenn sie glücklich sind, wie sie leben, dann bräuchten sie so eine Agentur nicht. Also sind sie ja in irgendeiner Form unglücklich. Ja. Manchmal ist es aber schwierig, ich denke mal, der Hintergedanke von so einer Seite ist auch, wenn du halt eine Partnerschaft hast und willst halt diesen Schein der Ehe, dieser Monogamie auch aufrechterhalten, ist es, glaube ich, auch schwierig, mal eben irgendwo hinzugehen, weil du musst ja dann wahrscheinlich ewig weit fahren, damit du irgendwo bist, wo dich keiner kennt. Gehst du in den Swingerclub. Ja, aber selbst da... Da musst du aufpassen, triffst nachher die Nachbarschaft. Ja, dann hat die Nachbarschaft genauso was zu verbergen wie du. Ich denk halt wirklich, solche Agenturen oder so. Also, erst einmal ist es eine Schweinerei von den Hackern. Zweitens mal ist es, denke ich mal, eher ein gesellschaftliches oder beziehungstechnisches Problem, einfach offen über seine Bedürfnisse zu sprechen. So. Wenn ich halt 20 Jahre lang nicht mit meiner Frau drüber spreche, dass ich vielleicht mal irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, einen Finger in den Po gesteckt bekommen möchte, ne, dann habe ich halt ein Problem, ne, wenn ich mit meiner Frau darüber nicht sprechen kann. Ja, aber es ist halt viel auch Tabu heute, obwohl wir so eine offene Gesellschaft haben. Ja, aber in der Beziehung doch nicht. Ja, aber selbst in der Beziehung, das ist halt teilweise, finde ich auch, ich finde... Vieles ist auch erziehungstechnisch, ne? Ich meine, wenn du lockere Eltern hast, die mit dem Thema... Ja, jetzt pass mal auf, wie viel intimer kannst du noch werden, wie dass man... Ich will jetzt nicht zu unanständig werden, ne? Aber dass man Sex hat. Ne? Oh mein Gott, ein unanständiges Wort. Er hat das Wort Sex gesagt. Ja, einmal bitte einblenden. Sex! Gleich piep einbauen. So, also ich meine, wie unanständig soll es denn noch werden, ne? Aber es gibt halt wirklich Paare, für die ist das so wahrscheinlich immer noch... Ja, die poppen miteinander, tun aber so, als wäre nichts gewesen, ne? Ja, so ungefähr. Und weißt du, so machen das Licht aus. Ja, machen das Licht aus. Die machen es immer nur nachts. Weihnachts- und Fasnachts. Grüße. Ja, ja. Ja, ist, glaube ich, heute... Ist, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Aber es ist halt so und ich sag also mal, leben und dem lassen. Ich kann den Drang zu sagen, hey, man möchte halt irgendwie mal fremde Haut, ich formuliere es halt mal so, fremde Haut spüren. Ich kann den Drang grundsätzlich schon verstehen. Wie dann die Paare damit umgehen, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Das muss halt jeder seinen Weg finden. Und wenn es dann halt so eine Seitensprungagentur gibt, und dann ist es auch okay. Wenn es dann halt irgendwelche Idioten gibt,
die dann meinen, sie müssen hier irgendwie den Moralapostel spielen. Und das ist eigentlich die Sauerei daran. Und ja, müssen die Leute bloßstellen. Denen gehört eigentlich in den Arsch getreten. Ne? So. Ja, ja, aber das ist die Kritik, ja. Weil ich meine, mit welchem Recht nehmen die sich heraus, hier den Moralapostel raushängen zu lassen? Ja, man weiß ja auch nicht, was haben die am Stecken? Ja, was ist das? Aber ich meine, es gibt ja auch einen großen Markt dafür, ne? Es tauchen ja immer mehr Seiten dafür auf. Natürlich gibt es da einen Riesenmarkt, weil der Mensch grundsätzlich ja nicht so tickt, ne? Ja, gerade, es ist ja auch von der Natur her gegeben, irgendwo eine Grundprogrammierung. Es ist nun mal auch drinne, ne? Man sagt Ich hab mal was über Kuckuckskinder gesehen. Das war der Wahnsinn. Weil man sagt ja immer, boah, die Frauen, das sind immer die Männer, die Seitensprünge machen. Ne? Ich habe schon was über Kuckuckskinder, also Kinder in der Ehe, die nicht unwissentlich, nicht vom Mann sind. Ne? Ja, ich bin erschrocken, wie hoch die Zahl ist. Ne? Ich würde es gar nicht glauben. Ich glaube, die Zahl ist mittlerweile, hat sich das sogar gedreht, dass sogar die Frauen mehr sind wie die Männer. Bei Männern ist es klar, das ist in der Genetik, ist es wohl mit drin, dass die halt wollen, dass ihre Gene weit gestreut werden. Ne? Die wollen halt gerne, ich meine, das ist auch nicht bei jedem, das trifft ja auch nicht auf jeden zu. Man redet ja eben nur von der Gruppenmasse, ne? So. Ne? Aber man sagt halt wirklich, dass Männer sind halt vom Genetischen her eher programmiert, dass sie halt ihre Gene verstreuen. Und Frauen, es ist ja auch ganz komisch, bei Frauen ist es auch immer so, sie suchen sich einen anderen Partner fürs Leben, wie so ein Partner, wo sie eigentlich drauf stehen. Ja. Ne? Die suchen sich. Ja klar, die suchen sich einen Versorger. die suchen sich einen Versorger. Die suchen sich einen immer nochmal. Also, die suchen sich zum einen einen Versorger und zum anderen suchen sich einen Zuchthengst. So ist es. Ja, genau, so ungefähr. Und bei denen ist es halt so, wenn die sich wirklich auf mit so einem Versorger meistens einlassen, dann vermute ich mal, dass das irgendwann langweilig wird. Ne? Weil der bringt das Geld ran, die Kinder sind da. Aber ich vermute auch oft, dass es einfach... Aber man so ordentlich durch die Matratze geknallt wird man halt nicht, ne? Ja, ist doch bei Männern doch auch nicht so. Meistens haben die so ein Püppchen zum Vorzeigen und dann eine gescheite Frau dann für den Rest. Also ich habe eine gescheite Frau für den Rest und zum Vorzeigen. Ja, aber es ist doch auch viel, dass dann teilweise wird dann so eine etwas, nicht so ein ganzes das Klappergestell wird ausgeführt und die etwas mit ein bisschen mehr auf den Rippen darf dann daheim fürs Bett gut sein. Ist aber auch oft so, ne? Dass, Oder du hast Speichel. Aber es ist wirklich oft, also ich kenne ja auch viele von früher auch mit Kollegen, man hat sich ja auch mal unterhalten und so. Es ist wirklich so, dass viele auf einen ganz anderen, auch bei den Männern, auf einen ganz anderen Typ eigentlich stehen, wie sie als Freundin zu Hause haben. Also ich sag das mal, um hier eine Lanze für alle Frauen zu brechen, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Ich mag Frauen, die anständig Schenkel und Arsch und Brust und Rundungen haben, denn alles andere ist mir echt. Oh. So. Nicht fett, aber. Also. Lieber 10 Kilo mehr wie 10 Kilo zu wenig. Ja, das sehe ich auch so. So muss eine Frau uns sehen. Weil dann ist es auch noch eine Frau. Witzig ist, als. Also ich bin ja. Das darf ich jetzt nicht erzählen, das ist viel zu privat. Komm, erzähl mal ein Schiff in deinem Leben. Erzählen, dass du gut bestückt bist. Darum geht's gar nicht. Ich hab einen Cornichon. aber ich bin zur Hilfe Italiener, ne? So. Und als ich mit meiner Frau das erste Mal in Italien war und wir dort Plakatwerbung gesehen haben, da waren die Frauen, die hatten anständigen Busen, die hatten einen anständigen Hintern und hier rennst du rum, guckst auf die Plakate und hast immer das Bedürfnis, denen irgendwie was essen anzubieten. Ne? Ja, das ist, es gibt, ein Kumpel von früher hat immer gesagt, wenn er so dürre Dinger gesehen hat, die möchtest du nicht, sondern die möchtest du füttern. Ja, so. Und deswegen, also dieser Komplex, den ja viele Frauen haben, die ein bisschen fülliger sind. Wie gesagt, ich meine, die sind unförmig fett, ne? Weil die haben dann auch ein gesundheitliches Problem, ne, mit der Zeit. Sondern ich meine einfach wirklich ein bisschen Rundungen. Die können sich den Komplex sparen. Die meisten Männer mögen das. Ja, aber die meisten nehmen sich das aber nicht als Freundin. Ja, dann sind es aber Idioten und sind Arschlöcher und dann haben sie Charakter. Ein Problem damit. Ja, dann ist es aber kein gescheiter Kerl. Ne? Das ist einfach so. Na? Die kann man sich doch dann auch sowieso gleich sparen.
Und zu Italien muss ich wirklich sagen, dass das Frauenbild ist da auch anders. Ja. Da ist dann auch die Frau wirklich mit Rundungen. Und ich hatte mal eine Öse, die war so eine typische italienische Mama. Was, eine Öse? Öse ist die Stationsleitung im Krankenhaus. Ah, okay. Die Station, also die Teamleitung. Okay, also. Ne? Und das war richtig, die war wirklich klein, ein bisschen knackiger, hat immer für alle gekocht und hatte das Temperament. Oh, hat die mich schon in die Gänge gejagt. Die hat Feuer im Arsch gehabt. So. Aber was immer lustig. So. Naja, auf jeden Fall, wenn ein Typ lieber mit einer abgemagerten Zicke rumrennt und aber dann heimlich mit jemandem anbändeln will, der ein bisschen was von Rippen hat, dann ist es schon ein Charakterspann, damit ist es schon ein kindgescheiter Typ mehr. Nee, ist es auch nicht. Feierab. Dann kann doch jede Frau froh sein, dass sie nichts mit dem zu tun hat. Eigentlich schon, aber das ist so faszinierend an Menschen, ne? Das sagen so, reagieren so, das sind so Sachen, weil Psychologie ist zum Beispiel ein Thema, was mich sehr interessiert. Ich finde sowas sehr faszinierend. Das sind immer Momente, wo ich mich dann frage, was geht in so einem Kopf vor? Gesellschaftliche Anerkennung. Ja, aber das ist super. Na, ist doch klar, wenn ich mit einer Frau bin, wobei, also ich glaube ja, man punktet mehr mit einer Frau, die ein ordentliches Dekolleté hat, wie mit einer Frau, die irgendwie so dürr ist, dass der Wind durchpfeift. Ja, genau. So. So, ja, ich glaube, da. Wir hatten ja häufig, häufig ist es halt so, dass das. Dass gerade weil man so immer auf diesen recht dürren Frauen rumhackt, es gibt ja genug, die wissen sich dann auch zurecht zu machen und die ein oder andere macht sich da vielleicht, die 10 Kilo mehr hat, vielleicht nicht so viel zurecht. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema. Ne? Übrigens auch was mit der Ehe. Es gibt genug Ehen, da lassen sie sich halt gehen. Ne? Da lässt der Mann sich gehen, da braucht er sich nicht wundern, wenn die Frau sich nach einem Adonis verzehrt und umgekehrt ist genauso, ne? Mhm. Wenn ich so mancher Nachbarschaft rumgucke, dann wundert mich da auch nichts. Meine Mama sagt immer, weil meine Eltern sind im Gegensatz zu den meisten anderen Eltern von Freunden noch verheiratet, also dieses Jahr sind sie 38 Jahre verheiratet. Meine Mutter sagt immer, den kann ich nicht mal umtauschen, da muss ich noch draufzahlen. Meine Eltern ist ein Paar, was miteinander alt wird. Die haben Höhen und Tiefen miteinander durch. Meine Mutter ist klein und hat die große Klappe. Mein Vater ist groß und glaubt, die große Klappe zu haben. Und meine Mutter hat Feuer im Arsch. Und bei uns in der Familie sind auch die Frauen, die... Früher hat man immer gesagt, das Oberhaupt, ne? Meine Oma war immer das Oberhaupt, hat immer alle zusammengekrallt. Und jetzt ist meine Oma ja nicht mehr da. Meine Mama ist jetzt Obermama. Und die sagt ja schon, wo es lang geht mit ihren 1,58 Meter. Muss man auch mögen. Es gibt sicherlich Männer, die mögen das. Mich wird den Wahnsinn treiben. So sind wir aber auch. Mein Vater hat drei Frauen. Ich habe aber auch eine Schwester. Mein Vater hatte drei Frauen zu Hause. Was meinst du? Der hatte auch nicht immer zu lachen. Nee, armer. Ja, aber man merkt es halt schon, wenn du so eine Linie in der Familie hast, ne? So, dann wird man auch so ein bisschen so erzogen. Ne? Wobei wir sind ganz unterschiedlich bei uns. Also meine Schwester ist der große Familienbunkerer und ich bin der Fernweh-Typ. Ich komme eher nach dem... Wir haben zwei Leute in der Familie, die Fernweh haben. Das ist der Bruder von meiner Mutter und ich. Also ich kann wunderbar... Ich könnte auch wunderbar auswandern. Ne? Also Reisen finde ich toll, aber so meine Wurzeln. Und du könntest mich auch auf der Stadt aussetzen und oder irgendwo aussetzen, ich würde wieder nach Hause finden. Also ich bin ein ziemlich zähes Ding. Und meine Schwester ist halt so das. Nein. Ne? So ungefähr. Mach mal weiter, das hat sich gut angehört. Ich würde mal sagen, wir machen mal ein anderes Thema. Ja, okay, machen wir. So, dann habe ich heute was ganz Lustiges gelesen. Das ist auch noch ein neueres Thema, das habt ihr nämlich auch nicht auf dem Zettel, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Doch, das steht noch mit drauf. Swatch hat sich die Apple-Sprüche patentieren lassen. Wie fies ist das denn? Das ist genau der richtige Schlag ins Gesicht. Ja, weil der Steve, der hat ja immer bei jedem Produkt hat er ja immer gesagt, hier, one more thing, ne? Und Swatch ist jetzt hingegangen und hat sich One More Thing und
Tick Different haben die sich patentieren lassen. Das heißt, Apple darf die nicht mehr benutzen. Was sagt ihr denn dazu? Ey, das ist doch echt. Das ist doch mal der Kracher, oder? Der Schlag ins Gesicht ist einfach göttlich. Das ist ein genialer Marketing-Trick. Geil, das ist richtig genial, hab ich auch gedacht. Ja. Chapeau, Swatch. Also ich habe erstmal geklatscht, als ich die Nachricht gesehen habe. Das wird aber über kurz oder lang auf einen Streit rauslaufen. Denn, also auf einen Patentstreit, denn ist ja nachzuweisen, dass Apple diese Sprüche schon sehr lang benutzt. Ja, Moment, sie benutzen es aber, sie haben nie ein Patent drauf angemeldet. Das ist der Punkt. Das ist ja, der Punkt. So einfach ist das, glaube ich, gar nicht. Doch, das ist ja der Witz dabei, es ist so einfach. Du kannst, glaube ich, nur, wenn du Patent auf etwas hast, ich weiß nicht, Topper, weißt du das? Ich meine, wenn du Patent auf etwas hast, kannst du auch verlangen, dass der andere da zurücktritt oder so, wenn der kein Patent auf einen Satz hat. Ich kann den Satz ja auch 10.000 Mal sagen. Ja. Bis ein Patent drauf ist, dann ist vorbei. Es ist halt die Frage, aus dem Nebensatz, würde ich jetzt mal sagen, One More Thing, kann der CEO von Apple bestimmt was anderes auch basteln. Ich finde es eh, also spreche ich natürlich nur für mich, ich finde es eh lachhaft, dass man auf einen Satz ein Patent anmelden kann. Ja, das ist eigentlich albern, aber es ist ja im Prinzip, Apple darf ihn trotzdem sagen, aber sie dürfen ihn nicht als Marketing-Satz sagen, also nicht, um damit Geld zu verdienen. Ja, das stimmt, aber das, glaube ich, haben sie ja bis jetzt auch nie gemacht. Das ist noch nicht klar, ob sie es... Darum geht es ja jetzt eigentlich eher. Ja. Ob sie den Satz jetzt wirklich gar nicht mehr in ihren, ich sag jetzt mal, Vorführungen sagen dürfen oder nicht. Ja, das ist ja, die sind ja jetzt am Knobeln, ob Swatch jetzt eine Linie mit dem Begriff plant und deshalb, danke. Ja, manchmal, dann ist es für mich auch nochmal was anderes. Dann geht aber wahrscheinlich richtig die Luzi ab. Also ich denke mal, das wird noch ein Nachspiel haben. Weil das wird sich Apple wahrscheinlich nicht einfach gefallen lassen. Nein. Aber ich bin mal gespannt. Ich werde das auf jeden Fall mal weiterverfolgen und mal gucken, was da kommt. Auf jeden Streit, ob die sich dann wirklich streiten um einen Satz, um die Wörter da. Aber das ist, glaube ich, nicht das erste Mal. Es haben sich, glaube ich, auch schon andere Firmen irgendwelche Worte und Sätze patentieren lassen. Ich glaube, da gab es schon mal irgendwas. Ey, gut, Allah. Worte patentieren lassen ist ja im Prinzip. Für eine Marke lassen sie es. Ja, für eine Marke oder sowas. Also, es ist ja. Ich denke mal, hier bei Nike. Deswegen musst du abwarten, was jetzt noch kommt. Just Do It ist Nike. Ja. Die werden da auch ein Patent drauf haben. Ich glaube, da gibt es ja auch das Erdmann. Das ist ja auch der Markenspruch. Ja. Das ist ja bei Apple definitiv nicht der Fall. Nee, die haben zwar jetzt vieles damit beworben. Also, er sagt es ja immer bei neuen Produkten wohl. Das ist ja wie so eine Tradition schon. Aber, naja, mal gucken, was da noch kommt. Wir werden es beobachten. So, jetzt habe ich noch zwei kleine Sachen, weil ich glaube, haben wir schon ein bisschen überzogen heute. Aber wir haben vorher schon so lange gequatscht. dann habt ihr das heute mitgekriegt mit DM. Mit dem DM hat ein Colgate-Produkt aus dem Regal genommen, nämlich DentaGuard. Ah! Weil DentaGuard hat eine Mogelpackung, also in deren Augen Mogelpackung ins Regal gelegt. Früher waren da 100 Milliliter drin, jetzt sind es nur noch 75 für den gleichen Preis. So, die Sache ist die, es gab keine Infos an die Verbraucher und DM macht das halt nicht mit, hat sämtlichen Läden, haben sie das rausgenommen. Colgate hat natürlich darauf reagiert und hat halt mit diesen typischen Sachen argumentiert, dass sie halt dir wegen Energie und weiß ich nicht, diesen ganzen Kosten. Bla bla bla. Ne? Und die haben halt auch, glaube ich, dabei geschrieben, dass sie sich halt noch nie öffentlich dazu äußern mussten. Ich meine, Mogelpackungen gab es ja früher schon, sind ja verboten. Ja, es ist doch mittlerweile gang und gäbe. Früher war in einer Packung Wurst waren da irgendwie 100 Gramm drin, jetzt sind es 75 Gramm. Es sind irgendwie, das ist doch mittlerweile überall so. Du kannst dich ja nicht mehr darauf verlassen, dass wenn du eine große Packung kaufst, dass die billiger ist, wie wenn du dir eine kleine kaufst. Deswegen vergleiche ich immer noch den Kilopreis. Also ich gucke da immer noch drauf. Und der muss ja stimmen. Sonst würden sie wirklich ein Problem kriegen.
Guck dir mal Nutella an, wie die das mittlerweile machen. Die haben so viel Sondergrößen und hin und her und gratis und hast du nicht gesehen. Da blickst du auch nicht mehr durch. Da blickst du auch schon. Selbst mit dem Kilopreis blickst du nicht mehr durch. Selbst wenn ihr Obst und Gemüse abgepackt ist, ihr müsst aufpassen. Das haben die mal getestet. Es gibt ja teilweise so Möhren und so, die sind ja in den Schalen drin. Abgesehen davon, dass das Plastik ja auch was wiegt. Deswegen wiege ich Gemüse grundsätzlich ohne Plastiktüte und drumherum. Mit dem Preisschild. Sind viele Packungen, wo dann draufsteht, hier ist ein halbes Kilo oder sonst was drin, gar nicht halbes Kilo drin. Ihr müsst uns mal nachwiegen gehen im Supermarkt. Ja, ich glaube, 10% sind Kulanz. Plus minus. Ich meine, das ist sowieso so, wenn ihr Fleisch beim Discounter kauft, dann ist das Fleisch zum Beispiel aufgespritzt mit Wasser. Ne? Mm. Man soll es auch nicht tun. Man zahlt das Wasser, das teure Wasser. Was jetzt? Ja. Das ist also Hühnerbrust und sonst irgendwas, aber das geht quasi im Verpackungsprozess, läuft es durch eine Maschine, da wird es mit Wasser aufgeimpft, dann wiegt es irgendwie ein paar Prozent mehr. Und ganz ehrlich, wir gehen nur noch zu einem gescheiten Metzger und machen das nicht mehr. Ist sowieso anzuraten, weil das Fleisch kostet teleilweise, das hat glaube ich hier auch Lief Floyd schon mal gesagt, also das kostet teilweise ein Apfel und ein Ei. Und da kannst du keine gute Qualität erwarten. Und gerade ja, ich meine, klar, wenn du wenig Geld hast, hast du manchmal nicht die. Aber dann musst du halt wirklich gucken. Also, ich esse ja seltener Fleisch eigentlich. Meistens, weil ich einen Jeeper drauf habe. Dass du wirklich guckst. Ich war letztens auch Wurst beim Metzger holen. Und das war ein himmelweiter Unterschied, wie die Wurst beim Metzger geschmeckt hat. Als wenn ich mir so ein abgepacktes Paket hole. Ja, klar ist das noch. Außerdem hat er da viel mehr in meiner Hand gehabt. Wir haben neulich gegrillt und es war echt super. Wir haben schön Fleisch vom Metzger gekauft und es ist einfach, wenn ich früher dran denke, wo wir hier beim Discounter das Zeug gekauft haben. Du hast mehr drin, du hast mehr davon. Ich kann sagen, ich will nicht wie beim Discounter 200 Gramm Lione haben, die eine Scheibe Kilometer dick ist, sondern ich hole mir 50 Gramm und wenn das leer ist, dann hole ich mir halt neue. So ja, und wirklich teurer ist es auch nicht und ich muss nachher nicht die halbe Packung wegschmeißen. Ein paar Prozent teurer ist es, aber... Wenn ich überlege, was ich früher weggeschmissen habe, weil ich es beim Discounter abgepackt gekauft habe und was ich jetzt noch wegschmeiße, weil ich es beim Metzger hole. Genau. Oder wenn du dir eine Hühnerbrust kaufst oder wenn du dir einen Steak holst, was du da erst einmal nochmal wegschneiden musst, ne? Weil es ja. Einfach. Und hier bei der Wurst, du kannst wirklich auch sagen, weil sonst musst du ja von dir, wenn du bestimmte Sorten haben willst, ganze Pakete holen. Bei Männern eben du hin und sagst, ich hätte gerne eine Scheibe davon, eine Scheibe. Das macht dir ja, aber dafür, ja. Und das ist halt der Preisunterschied dann. Ja, da zahle ich dann auch gerne 20 Cent mehr, weil ich dafür von jeder Sorte Scheibe frisch habe. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Muss halt nur gucken, wo du es kaufst. Also wir haben hier in der Umgebung auch Metzger, die übertreiben es einfach mit ihren Preisen. Die sind ja, so schweineteuer und haben die gleiche Qualität wie der Metzger zwei Straßen weiter. Wo du dir denkst, ernsthaft? Ja, man muss auch so schauen, was ist das für ein Metzger. Ich meine, wenn es ein Metzger ist, der im Großhandel sein Fleisch einkauft, dann kann ich ja zum Discounter gehen. Ja. Und wenn das ein Metzger ist, der sagen wir mal, aus Betrieben der Region, ich rede jetzt nicht nur von Öko, sondern aus Betrieben der Region sein Fleisch bezieht, dann ist es einfach auch schon mal wieder was anderes. Also den ich hier vorne habe, der schlachtet auch selber. Die haben ja selber eine Schlachterei auch, eine größere. Und wir haben ja hier viele Felder, die beziehen das Fleisch auch aus der Ecke. Der verarbeitet zum Beispiel auch, wenn der Wurstreste hat, ne? Man hast ja immer, wenn du schneidest, ne? Oder wenn, das war es ja immer, wenn du arbeitest. Und dann macht er zum Beispiel auch selber kleine Pizzen. Der macht dann wirklich so kleine Bleche fertig. Ne? Die sind halt so, als wenn du jetzt von einem Backofenblech so die Hälfte nimmst, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und dann sind das schöne, wie Wagner, schön dünn. Die kostet 1,70 Euro, ist aber frisch belegt, selbst gemacht, mit viel Gemüse. Die haben jeden Tag, also die wechseln regelmäßig. Du kriegst halt mal nur vegetarisch, dann mal ein bisschen Fleischsalat, Wurst, also die Mortadella oder so drauf, mal Salami drauf. Und ich finde, für so selbstgemachte Pizzan, die sie da machen, ne? 1,70, das ist nicht teuer. Nö, da kriegst du noch nicht mal. Und die schmeckt vom. Das ist wir, ein riesiger. Wir haben einen etwas größeren Sutter. Sind zwei Brüder. Der eine ist in einem Ort, der andere ist im anderen Ort. Und die haben sogar. Was 1B-Ware mit kleinen Schönheitsfehlern nennt sich das. Da siehst du wirklich, in der Wurst sind dann irgendwelche unschönen Formen drin, wie nennt man das?
Verdammt, ich weiß gerade nicht, wie diese Luftlöcher, wo auf uns Luft, ja, so Luftbläschen oder Verwucherungen, so sieht das aus. Aber ich ganz ehrlich, es ist trotzdem die gleiche Wurst wie die nebendran und kostet ein gutes Stück weniger und dann nehme ich die auch viel lieber. Es ist genau das gleiche, es hat halt nur einen Schönheitsfehler. Es gibt mittlerweile Supermärkte, habt ihr das schon mal mitgekriegt? Die verkaufen nur die Ware, die diese Schönheitsfehler hat. Da sind halt die verwucherten Möhren, die verwucherten Kartoffeln, das Obst, was schief gewachsen ist. Gibt es jetzt immer mehr. Habe ich leider noch nicht hier in der Umgebung gesehen. Leider wir hier auch nicht. Weil so einen Supermarkt würde ich mir hier wünschen. Mir ist das egal, ob aus einer Möhre drei Beine rauskommen. Das ist die gleiche Möhre und die schmeckt genauso wie die gerade, die daneben liegt. Das finde ich ja bei Bananen so faszinierend. Warum ist die Banane krumm? Weil sie in Deutschland nicht gerade verkauft werden darf. So albern. Ne? Und ja, eben das ganze krumme Gemüse, was weggeschmissen werden muss, weil es irgendeiner bestimmten DIN-Norm entspricht. Genau, und total gaga. Und diese Supermärkte spezialisieren sich auf diese Sachen. Das finde ich eine ganz coole Idee. Und so ein Laden findet zum Beispiel bei uns hier oben auch. Weil das würde auf jeden Fall jede Menge Lebensmittel, die wir eigentlich wegschmeißen, weil wir schmeißen sie alle. In Hamburg werden containerweise täglich Obst und Gemüse einfach ins Meer gekippt. Die werden rausgefahren ins Meer gekippt, weil es günstiger ist, die wegzuschmeißen, als jetzt irgendwo zu verteilen.